Erinnern Sie sich noch an den September 2018, also genau vor einem Jahr, da stand der S&P 500, der Leitindex der Welt, ziemlich da, wo er jetzt auch steht. Aber die Welt schien damals noch in Ordnung. Der S&P erreichte ein Allzeithoch noch im September, Anfang Oktober, dann der Dow Jones. Aber dann passierten merkwürdige Dinge. Es ging massiv nach unten und das hatte keiner so richtig auf den Zeiger. Jetzt sehen wir eine ähnliche Situation, nämlich erste Risse in einem scheinbar schönen Gebilde. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf die Märkte. Was ist da gestern passiert? Das schauen wir uns erstmal die Situation an, was da abgelaufen ist. Wir haben gestern gesehen, dass sogenannte Momentum Funds, die ich gleich erkläre, das sind oft Quantmodelle, ETFs etc., dass die deutliche verloren haben, dass da richtig plötzlich was nach unten ging, während es für Dividendenfonds, die also sehr stark Wert auf Dividendenwerte legen, und realisierte Volatilitätsfonds deutlich nach oben ging. Was passierte da gestern? Wir sehen hier das sogenannte Long Short US Momentum Funds fast 7% durchschnittlich verloren haben, während gestern Value Funds, also praktisch die Werte abbilden, die Value abbilden, die ein relativ langweiliges, aber sehr stetiges Geschäftsmodell haben mit in der Regel starken Dividenden, die sind um fast 6% gestiegen. Das liegt auch und vor allem an den Banken. Gestern haben wir gesehen, zum Beispiel was Europas Banken betrifft, einer der größten Anstiege, Dreitagesanstiege der letzten Jahrzehnte. Es geht also mit den Banken nach oben, weil die Renditen gestiegen sind. Das war gestern mein Thema im Marktgeflüster. Und das ist gut für die Banken, wenn die Renditen wieder steigen. Deswegen ging es da bei diesen Aktien besonders nach oben, aber insgesamt bei Value-Aktien, während Growth-Aktien, also Wachstumswerte, ein bisschen Probleme hatten. Schauen wir uns mal an, was diese sogenannten Momentum-Funds eigentlich sind. Dann sind das Fonds, die zum Beispiel Dinge wie Gewinnentwicklung, die Earnings abbilden oder eben auch das Preismoment. Wie ist die Dynamik des Kurses, wie ist das Momentum in diesem Kurs, und die Momentum Funds suchen sich solche Werte aus, die entweder ein sehr positives Momentum haben, was Earnings oder eben die Preisbewegung betrifft, oder eben ein sehr negatives. Und wir haben jetzt eben zuletzt die Situation gesehen, dass Wachstumswerte, die Tech-Werte eben deutlich gestiegen sind. Da war das Momentum, während es bei Value eben nicht war. Jetzt ist gestern Value massiv angesprungen und Growth abgesprungen, und das hat eben dazu geführt, dass wir diese Bewegungen gesehen haben, die unter der Oberfläche ziemlich heftig war, auch wenn man nicht so wahnsinnig viel bemerkt hat. Aber es ist so ein erstes Signal, dass da die Dinge anders werden, dass sich da etwas verändert. Das sind die ersten Indikationen, dass es unter der Oberfläche brodelt. Schauen wir uns die Situation mal an vor einem Jahr, wie sie sich dargestellt hat. Was Sie hier sehen, ist der Verlauf September 2018, dann haben wir Oktober, dann haben wir November und dann haben wir Dezember 2018. Das war also die Lage noch vor einem Jahr. Wie gesagt, damals Wirtschaftswachstum in den USA stark, Steuerreform wirkte noch, Aktienrückkäufe. Insgesamt konnte es doch eigentlich nur nach oben gehen, dachte man. Und wenn man genau hinschaut, war die Situation auch vor einem Jahr deutlich besser, als sie derzeit ist. Wir haben zum Beispiel Wachstum deutlich schlechter, was die Wirtschaftszahlen betrifft. Wir haben das Earnings Growth, also das Wachstum auch der Gewinne, deutlich schlechter. Man rechnet im dritten Quartal jetzt mit negativem Wachstum, also mit Rückgängen. Wir haben etwas weniger Buybacks. Das ist etwas, was derzeit auch der Fall ist. Und wir haben sogenannte CapEx und Employment Growth rückläufig, also Investitionen und Beschäftigung auch tendenziell rückläufig. Alles ist eigentlich schlechter. Das Einzige, was die Märkte oben hält, das sind die Notenbanken. Das ist die Hoffnung auf das billige Geld, weil die Notenbanken auf die Situation reagieren müssen. Am Donnerstag die EZB, nächste Woche die Fed. Und der Glaube ist, dass die Notenbanken hier liefern werden, liefern müssen. Kann ja auch sein, dass sie liefern. Aber wenn sie nicht liefern, dann werden wir ein ähnliches Chartbild sehen wie eben hier vor einem Jahr, wenn nicht noch gar herber, denn die fundamentale Situation ist deutlich schlechter als vor einem Jahr. Dementsprechend sind die US-Aktien, weil sie eben jetzt faktisch weniger Gewinne erzielen, oder die Tendenz da ist, weniger Gewinne zu erzielen, faktisch teurer als vor einem Jahr. Das sollte man mitbedenken. Gestern gab es interessante Entwicklungen, beziehungsweise heute Nacht interessante Entwicklungen in China. Wir sehen hier die Erzeugerpreise rückläufig. Minus 0,3% zum Vorjahresmonat. Das zeigt möglicherweise die Auswirkungen des Handelskrieges, deflationäre Tendenzen. Wir hatten gestern eine Analyse von Morgan Stanley, die gesagt haben, ja, liebe Leute, wie soll es der S&P 500 schaffen,
über die 3000er Marke zu kommen und dort zu bleiben, dann bräuchten wir eigentlich etwas wie Earnings Growth, also Wachstum bei den Gewinnen. Da müsste eigentlich die Situation besser werden, aber sie wird tendenziell schlechter. Deswegen geht man davon aus, dass der S&P eher diese Range nach unten machen wird. Und man zeigt hier, dass das Earnings Growth doch deutlich abnehmend ist und dass die Erwartungen für die nächsten Quartale immer noch viel zu hoch sind, was sozusagen sich hier abzeichnet mit Frühindikatoren. Sie haben hier einen Morgan Stanley Leading Earnings Indicator. Und der zeigte deutlich nach unten, die Kurse aber zeigen noch nicht so nach unten. Die halten sich, wenngleich eben auch nicht so wahnsinnig viel passiert ist. Wir hatten diesen Abverkauf, seitdem haben wir diese konstante Erholung, die jetzt aber erste Risse bekommt. Keine Risse hatte gestern der Euro, nachdem Deutschland gesagt hat, ja, wir könnten so eine Art Schattenbudget freimachen, um die Wirtschaft zu stimulieren, um ein bisschen unsere Schuldenobergrenze da außer Kraft zu setzen, die schwarze Null. Jedenfalls ist jetzt die Lage so, dass da ein bisschen Hoffnung ist, dass Deutschland etwas tun wird. Wir haben heute keine wirklichen Termine, aber schauen wir uns nochmal hier die US-Situation an. Das ist der sogenannte Atlanta Fed GDP Now, also praktisch ein Modell der Atlanta Fed, das zeitnah immer nach reinkommenden Wirtschaftsdaten berechnet, wie sich das BIP entwickelt. Und wir sehen, hier geht es doch relativ deutlich nach unten, so deutlich wie seit 2015 nicht mehr. Die Märkte sind gleichwohl sehr weit oben. Und das eben aufgrund dieser Hoffnung auf die Notenbanken, die alles andere, alle fundamentalen Überlegungen total übertüncht. Also müssen die Notenbanken jetzt hier liefern, sonst, ich wiederhole mich da, sonst wird es eng. Schauen wir uns ein paar Charts an. Was wir hier sehen, ist der S&P 500. Hier sehen wir gestern dieses kleine, aber feine rote Kerzchen. Da hatten diese Momentum Funds ein bisschen Probleme, auch sogenannte Low Volatility Funds. Das sind Fonds, die praktisch Werte abbilden, die eher wenig Volatilität haben. Da wollen Leute einfach in den Märkten bleiben, aber sich nicht dieser großen Volatilität aussetzen. All das wird meistens abgebildet, inzwischen über ETFs und nicht mehr aktiv gemanagt. Da gibt es extra Indizes, die geschaffen wurden. Es gibt ja inzwischen schon mehr Indizes als Aktien. Darin sieht man diese ganze ETF-Paranoia, die eigentlich der Fall ist. Ich wollte Ihnen hier diese Grafik noch zeigen. Das sind aktiv gemanagte Funds, blau, und das sind hier die passiven, sind blau, so muss es heißen, und die gelben sind passive. Dementsprechend werden wir bald sehen, dass diese passiven Investments mehr Volumen haben als die aktiven. Schauen wir uns den S&P an, Charts von Capital.com. Sie ahnen es, wir sehen, dass hier auch der Dow Jones ein bisschen hat Strecke nach unten machen müssen. Noch nicht viel passiert, aber die Frage ist, haben wir hier eine Top-Bildung mit 26.815 Punkten. Wir sehen den DAX, der sich hält an der 12.200er Marke. Der Euro, der gestern eben aufgrund dieser Hoffnung, dass Deutschland seine schwarze Null ein bisschen vergisst, nach oben geschossen ist, 1.01043, aber diese Gewinne nicht halten kann. Wir sehen Gold wieder unter der 1.500er Marke, jetzt sogar deutlich 1.490, und wir haben Crude Oil, das sich halten kann bei 58,06 $. Also diese ganzen Momentum-Geschichten, auch bei Gold, da war ja Action, da war Preismomentum, die haben jetzt Probleme. Jetzt kommt Growth wieder zurück. Ich hatte kürzlich mal eine Grafik gezeigt von Jesse Felder, der genau das gezeigt hat, dass Growth zu Value in einem, oder Value zu Growth genauer gesagt, also Value-Aktien zu Growth-Aktien in einem Abwärtstrend waren, diesen Abwärtstrend aber überwunden haben jetzt nach langem Fall, und das könnte das große Thema sein. Jetzt rein in dividendenstarke Werte, rein in die Sicherheit, in die vermeintliche Sicherheit, raus aus Wachstum. Warum soll Wachstum funktionieren, wenn wir hier folgende Grafik sehen? Die Branche, die am meisten vom Ausland abhängig ist in den USA, ist Information Technology, also die Werte, die in der letzten Zeit am meisten gestiegen sind. Und da sieht es doch eigentlich am schlechtesten aus, aufgrund Handelskrieg, globaler Konjunkturabkühlung. Also richtig Sinn macht das nicht, und das scheinen die Märkte jetzt langsam einzupreisen. Wir sehen erste Risse an den Märkten. Es gibt das Potenzial einer Wiederholung des Kursverlaufs des letzten Jahres oder einer ähnlichen Struktur. Wenn die Notenbanken nicht liefern, wenn die Notenbanken übererfüllen und nochmal All-In gehen, können wir neue Allzeithoch sehen. Simple as it is. Ich wünsche jetzt einen wunderbaren Start in diesen Dienstag, meine Damen und Herren, und sage Servus und Ciao.